heiß her geht es hier in The Last of Us. Ja. Es kommt eine Patrouille zu der WLS hierher und ist nicht sehr begeistert, ihre ganzen Leute tot zu finden. Praktischerweise sind wir auch gerade da. Also, alles super. Es könnte nicht besser laufen. Da hilft mir leider mein Dings jetzt nichts. Na gut, der hat ja nicht wirklich gedacht, dass er da in Sicherheit ist, oder? Weiter so! Okay. Willst du dich zeigen? Du bist hier? Na gut, das war ja wohl ein selten dämliches Versteck. Hast du gedacht, dass die genau diese kleine Stückchen Stahl dich jetzt schützt? Ah, da ist sie. Allerdings die Pflanzen scheinen zu schützen. Aua. Das war ein Treffer. Okay. Wir müssen hier schleunigst raus. Das hier wird sonst kein gutes Ende nehmen. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Und noch werden. Wir haben sie! Ellie! Durch das Fenster hier! Von hinten zuschlagen! Na los! Los, wir müssen weiter. Scheiß auf sie. Ah, die schießen uns hinterher. Oh fuck! Nina, Beilung! Eindringlinge, da drüben! Ihr hört ihr zu den Start? Scheiße. Keine Ahnung, wie weiter! Nein, wir haben eure Freundin schon umgebracht. Aua! Davon! Oh shit! Scheiße. Ich hoffe, sie kommt hinterher. Ah. Sehr schön. Scheiße. Das reicht fürs Erste. Weiter. Ja. Wir müssen wieder rein. Sporn voraus. Zieh weiter. Masken. Okay. Okay. Maske auf. Sicherheit geht vor. Verdammt. Auch noch ein Sporenbereich. Nicht nur Menschen. Jetzt auch noch Sporen. Aber kurz sammeln. Wir sind ganz gut durchgekommen. Wir haben zwar Munition etwas eingebüßt, ja. Aber sollten dafür einigermaßen gut aufgestellt sein. Wir müssen weiter. Ja, ich weiß. War irgendwie klar, dass das nicht funktionieren wird. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten. Das war auf jeden Fall ein One-Way-Ticket. Ich weiß. Ich dachte, dass das nicht funktioniert. Scheiße, jetzt müssen wir uns hier durch so schon eingebrochenes, brüchige. Ja, nicht Kanalisation, aber. Gebäudefracks. Durchzwängen. Hinter jeder Ecke der nächste Klicker warten könnte. Wie der zum Beispiel. Okay. Jetzt können wir weiter. Ich glaube, das wird nicht der letzte gewesen sein. Oh mein, sie sind auch schon hier unten. Naja, vielleicht regelt der Klicker ja. Man hört sie, das hätte doch was. Also, die Zombies sollten vielleicht für uns arbeiten. Einfach mal abwarten. Zu mir scheinen sie eh nicht kommen zu können. Vielleicht sehen sie uns auch nicht. Wenn wir stillhalten. Ich kann mich auch übrigens. Doch, ich kann mich etwas bewegen. Also, was hast du? Sind das Gas oder Eindringlinge?
Die Frage ist, ob ich das überhaupt sollte. Ich hoffe, die Infizierten kümmern sich um euch. Nein. Oh, fuck. Nee, die Zombies scheinen mir nicht den Gefallen tun zu wollen. Ist mir ein bisschen im Weg und wir sind sehr hart am. Werden gesehen. Momentum. Du Scheiße, sind das viele. Wenn ich nur wüsste, wohin. Warum tragen die Masken? Haben sie Angst, nicht gefilmt zu werden? Da fällt ihnen so das Morden vielleicht leichter. Wo soll ich hin? Soll ich sie alle töten? Wundert mich etwas, weil sie nicht so wirklich so angezeigt werden. Ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit, Ode, außer einer Schießerei. Vielleicht kann ich einen Stein werfen und das mit den Klick und den Klicker da hinten lotsen. Der stand doch hier ums Eck. Ja, ich halte das für eine gute Idee. Wir wollen noch mehr Zombies. Nutzen wir das einfach und hauen ab. Ich denke, dass es hier lang geht. Okay, das war auf jeden Fall der richtige, die richtige Methode. Was immer da draußen jetzt abgeht. Wir sind zum Glück nicht dabei. Wir sollten aber auch nicht abwarten, bis seine Seite hier gewonnen hat vielleicht. Ich will hier weg. Wobei ich glaube, es hat nun eine Seite gewonnen. Und das sind wohl die Klicker. Und das nicht zu wenige. Leck mio. Das war furchtbar. Ich habe meine Chance verpasst, weil ich so viele wie möglich töten wollte. Einsammeln, was geht, und weg. Wenn die von hier reinkamen, dann kann ich ja wohl von hier abhauen, oder? Bitte. Sei offen. Dina? Los. Bevor sie noch Wind davon bekommen.
So wie jetzt also. Und zu. Oh Gott, bist du hässlich. Aber wir sind in Sicherheit. Naja, wenn man das so überhaupt nennen kann. Ja. Danke. Den Molotow-Cocktail ersetze ich mir gleich mal wieder. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Bist du müde? Du bist müde? Ich würde an alles denken, außer an Schlaf. Erschöpft, okay. Aber wirklich müde? Jetzt habe ich das Gefühl, dass das nicht gut wird. Oh, Pillen. Meine. Alles zu. Ja, du bist auch schon länger tot, aber keine Gefahr mehr. Noch mehr Pillen. Ach, der Weg ist versperrt. Vielleicht hier durch. Das ist sehr gut. Ja, sofort. Erstmal möchte ich das hier verbessern. Den Lauschmodus. Sehr gut. Ab jetzt werden uns die Leute, die wir erlauschen, genauer und detaillierter angezeigt. Was haben wir hier? Ja, Jules. Achso, für Jules. Jules, ich hoffe, du hast es rausgeschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit ein paar Klickern, aber nichts Schlimmes. Und uns ist nicht passiert. Wir haben uns hier über Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu decken. Die Leichen eines längst verstorbenen Mannes wacht über uns. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir alle das alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser, von dem zu leben, was die Erde uns schenkt, als an diesem verschwendeten Chaos festzuhalten. Verwesenen Chaos. Zechos sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf das Seraphinenlager. Ich kann mit dem Wort nicht wirklich viel anfangen. Er nennt es Heaven. Und sie haben alles dort selbst angebaut. Wenn man ihn so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein, sogar optimistisch. Ich bete, ich bete für deine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun wird, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht. Gray. Risikoreich, so eine Botschaft zu hinterlassen. Gerade wenn man irgendwie ja doch so ein bisschen Halbspitzling ist. Okay. Du meinst, hier kommen wir raus? Ja, sieht so aus. Gut, dass ich das nicht gesehen hatte. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Sonst wäre uns der Zettel entgangen. Scars? Frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweitet hat. Vielleicht Scars. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Vielleicht machen die Scars mit den Wolves das, was sie mit Petra gemacht haben. Ein Machtwechsel. Und wir geraten mitten rein. Na super. Was gibt's Besseres als Menschen, die auf Krawall gebürstet sind? Hier unten ist eine Öffnung. Scheiße, was? Auf jeden Fall nichts Gutes. So viel kann ich schon mal sagen. Machen wir unsere Taschenlampe aus. Die haben da ja schon ihr Rotlicht gestreut. In der Hoffnung, niemanden vorzufinden. Wir sind nicht. Also, Heaven klingt wirklich sehr verlockend, weil wir gerade in der verdammten Hölle sind.
Was zur Hölle hat dich hier hochgebracht? Scheiße! Hast du jemals sowas gesehen? Oder so fertig gemacht. Aber das klang nicht wie ein Bluter. Stimmt, der verbrennt sogar. Ist voll mit Säure bedeckt. Oh ja. Ja, wir sollten uns da raushalten. Mit so Säuregegnern muss ich keinen Kontakt haben. Vor allem muss das eine ziemlich starke Säure sein. Okay, hier geht's sowieso weiter. Uff, Leute, wo sind wir hier nur reingeraten? Ja. Das Zeug wächst auch wirklich überall. Toter Klicker. Die mag ich am liebsten. Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Ja. Ich hab da so eine Vermutung. Oder so? Versuchen wir es mal so. Hätte ich jetzt zwar nicht gesagt, aber. Das sollte gehen. Aber ja, doch, macht natürlich Sinn. Das gute alte Schwingen, man kennt es. Aber das ist so typisch die Stelle, ich werde hier runterfallen, wenn ich hier meine zu schwingen. Oder meine schwingen zu holen. Nein, das tauschen wir immer noch nicht aus. Was geht hier? Eine Werkbank. Dass man sich nochmal upgraden kann. Selten, dass ein Spiel mir so schreit, hey, da unten ist ein Boss. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit drauf gewartet, dass irgendwie so einer mal kommt. Ich habe so... Da, ich hätte auch noch drauf verzichten können. Wir haben keine Waffenteile gefunden, wir haben nur 13 Stück. Das heißt, wir können uns nicht weiter upgraden. Okay. Und hier ist auch nichts. Nicht nochmal Waffenteile. Meistens ist ja in solchen Räumen nochmal irgendwie Upgrade-mäßig was. Okay. Dann soll es halt mal die Schrotflinte sein. Wieso soll ich das tragen können? Achso, ich kann das nochmal neu werfen, oder was? Los geht's. Okay. Vielleicht kommen wir doch rüber. Und los. Ich habe keine... Was soll ich bei da unten? Oh Gott. Ich mache mir fast schon in die Hosen und dabei war ich sowieso da unten. Also es ist eine unfassbare gute Atmosphäre in diesem Spiel. Dann hier, die Leiter zu Ende. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Kann ich irgendwo hinspringen? Sieht nicht so aus. Aber da ist eine Tür. Vielleicht führt die uns ja weiter. Die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Hallo? Ah. Was haben wir hier? Munition. Sprengstoff. Lappen, Alkohol. Nochmal Drogen. Ein ganzes Medikit. Ja, okay. Doch, ein ganzes Medikit sogar. Wow. Ich bin beeindruckt. Und verwirrt, weil es hier nicht weiter geht. Das ist sehr wohl. Dina, hier lang. Gott,
Was ist denn das eigentlich? Das ist immer noch nicht wirklich geklärt aus. Ich hab dich! Hatten wir nicht schon mal einen Kampf gegen so einen? Ich auch nicht. Nein. Du Scheiße. Der hat sich ja richtig hingeschmissen und ist, keine Ahnung, in der Sporenexplosion explodiert. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Geh mir aus dem Weg. Mir ist keiner im Weg, aber ich kann hier nicht hoch. Ich darf nicht mehr hoch, okay. Holy shit, was war das denn? Ob wir dem Viech begegnen werden, erfahren wir im nächsten Part. Ja, ist gemein, aber es ist so. Also, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und verpasst auf keinen Fall den nächsten Part. The Last of Us Part 2.